Ich hatte drei Schlaganfälle innerhalb von 22 Wochen. Also eigentlich habe ich damals fest im Leben gestanden. Ich hatte, war Altenpflegerin zu dem Zeitpunkt. Ja, es war die erste Schwangerschaft. Natürlich ist man da glücklich und es ist alles so toll und waren dann schon in der Vorbereitung im Nestbau. Ja, und dann kam halt alles anders da. Mein erster Schlaganfall war 1999, der nach 6 Wochen sich wieder vollständig zurückgebildet hat und ich das meines Wissens auf die leichte Schulter genommen habe und habe dann vornherein gesagt, das war eine einmalige Sache, aber die Natur vergisst nie. Der Wecker der Natur klingelte 5 Jahre später und ich erlebte oder überlebte meinen zweiten Schlaganfall, der mich dann halbseitig gelähmt in den Rollstuhl zwang. Und das war so schlagartig schlimm, dass ich meine ganze Lebenssituation ändern musste. Ich habe einen Selbstmordversuch hinter mir und aufgrund der Überdosis Tabletten bin ich ins Koma gefallen und daraufhin halt den Schlaganfall. Und von da ab musste ich alles wieder lernen. Ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht gehen. Ja, wie ein kleines Kind.